In Wir sind 100 schreibt Kimiri einen Text für drei Stimmen, drei Protagonistinnen in unserem Fall, die versuchen, in einem Rückblick ihrer eigenen Biografie noch einmal habhaft zu werden, sie noch einmal abzutasten, um sie eventuell noch einmal neu zu bewerten. Wir lernen erneut laufen. Ja, wir lernen lächeln. Hallo, wir lernen lächeln. Leute, diesmal sollte es doch anders sein. Entschuldigung! Woher kennst du die, die Geburtstag hat? Wow! Reiß dich zusammen, antworte! Wir kennen sie über eine Bekannte und du? Ich auch! So ein Zufall! Alles klar! Kimiri geht im Text davon aus, dass wir verschiedene Stimmen in uns haben. Und mit Hilfe dieser verschiedenen Stimmen bemerken wir, dass immer nur ein Teil von uns einen bestimmten Teil unserer Biografie erlebt hat. Bald sind wir erwachsen. Ich nicht. Wir haben geheiratet. Ich nicht. Wir haben uns angepasst. Ich nicht. Doch, du auch. Wir haben Kinder bekommen. Wir haben Lebensweisheiten gewonnen. Wir haben uns selbst verloren. Und ich nehme an, dass wir unsere Fuzzi-Ausbildung abgeschlossen haben. Wir sind diplomierte Dentalhygienikerin. Hinsetzen, habe ich gesagt. Hinsetzen. Das mache ich schon, Mama. Was ist ein Flüchtlingsstrom? Das ist so typisch für dich, dass du dich an solche Sachen nicht erinnerst. Mama, was ist ein Flüchtlingsstrom? Nie zuhörst. Elektrizität für Menschen, die viel verreisen. Mhm.